Sodala. Zu Gast die neue deutsche Band Frieda Gold, bestehend aus 4 Leuten. Alina, Julian an der Gitarre, Andi am Bass und Thomas am Schlagzeug. Der Clip zur Debütsingle Zeig mir, wie du tanzt von Frieda Gold läuft bei MTV. Für MTV habt ihr auch schon die Campus Invasion gespielt. Und der Song kommt auch in der MTV-Kampagne zu MTV Mobile vor, in dem du auch, Alina, die Hauptrolle spielst. Daher kennt man dich auch bereits. Ihr bzw. Alina kommt aus Hattingen. Hattingen liegt im Ruhrpott. Für uns Bayern muss man das ein bisschen erklären. Kleines, schnuckliges Städtchen mit vielen Fachwerkhäusern. Ist so 20 Minuten von Bochum entfernt, von Essen ungefähr eine halbe Stunde. Alina, du bist ein motivierender Beweis, sage ich mal, für alle, die jetzt zuhören und auch musikalisch weiterkommen wollen, dass Fleiß und Beharrlichkeit sich wirklich auszahlen, weil du hast ja schon wie einige in ihrer Schulzeit, das ja auch tun, am Gymnasium Holthausen, zusammen mit Julian an der Gitarre angefangen, musikalische Projekte ins Leben zu rufen, oder? Also das ist so richtig in deiner Schulzeit entstanden. Ja, sicherlich. Ich meine, Musik fängt ja oft im Kindesalter an und man entdeckt, glaube ich, seine Liebe zur Musik sowieso früh und so war es eben bei mir auch. Und ich habe natürlich einfach immer versucht, das mitzunehmen, was mir gerade so über den Weg gelaufen ist und die Projekte an den Start zu kriegen, an die ich glaube. Und ja, so hat sich das auf jeden Fall in meinem Leben irgendwie durchgesetzt. Und immer wenn ich mich frage, warum mache ich das überhaupt, was ist meine Motivation, dann merke ich einfach, dass in mir drin irgendwie eine Stimme ist, die sagt, okay, das ist dein Weg und dafür musst du stehen und gehen. Wenn ich da jetzt richtig informiert bin, ist ja nicht nur die Stimme, sondern auch die Puste für die Querflöte, stimmt das? Dass du beim Landeswettbewerb Jugend musiziert in Köln in der Kategorie Querflöte da den ersten Preis gemacht hast, ja, mit einer Auszeichnung hervorragender Erfolg. Stimmt das? Ja, das stimmt tatsächlich. Ich habe einen kleinen Umweg genommen über ein anderes Genre, über die klassische Musik und habe das an der Volkwang-Hochschule in Essen auch studiert und habe aber relativ schnell dann gemerkt, ich meine, jeder, der so ein bisschen was davon weiß und weiß, wie sich diese Art von Musik, wie gut man da tatsächlich sein muss und wie viel Engagement man zeigen muss und wie ehrgeizig man sein muss, der weiß auch, wie begehrt diese Studienplätze sind. Und ich habe wirklich alles dafür gegeben und wurde dann angenommen und habe dann ein Semester studiert und habe es dann abgebrochen und bin nach Hamburg gegangen, um Popmusik zu machen. Also ja, das war auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben, wo sich alles auf einmal gedreht hat und aufgebrochen hat und ja, eine neue Wegrichtung eingeschlagen wurde. Jetzt ist Andi auch bei uns und du hast mir gerade vorher noch erzählt, ihr seid so das Songwriter-Duo innerhalb der Band. Wie läuft das bei euch ab? Das ist ja immer eine Frage, die so oft kommt. Was kommt zuerst, die Musik und dann die Texte oder pfeift man die Melodie irgendwie? Wie läuft das bei euch ab? Gerade solche Songs irgendwie zu schreiben, es ist ja Popmusik, Tanz, Dance, deutsche Dance-Popmusik. Wie läuft das ab bei euch, wenn ihr zu zweit diese Songs dann schreibt? Also erstmal haben wir, steckt da sehr viel Arbeit hinter. Wir machen das jetzt so 2 Jahre ungefähr zusammen und sind da wirklich auch einen langen Weg gegangen und haben uns wirklich aufeinander eingestellt. Und irgendwann ist es dann eben keine harte Arbeit mehr, sondern man kennt sich so gut, dass man sich die Bälle einfach wunderbar zuspielen kann. Also dann gibt es halt einfach eine Zeile und dazu werden dann Harmonien kreiert oder es gibt eine Melodie, die irgendwie noch keinen Text hat und der wird dann überlegt. Also das ist wirklich so ein Hin und Her. Wir haben da gar kein klassisches Songwriting-Konzept. Wir haben ziemlich viel am Computer eigentlich programmiert in der letzten Zeit und sind jetzt aber kürzlich darauf gekommen, dass es auch toll ist, einfach wieder am Klavier zu schreiben, an der Akustikgitarre zu schreiben und die Songs da entstehen zu lassen und dann erst in ihr elektronisches Gewand zu packen. Also, wie würdest du das beschreiben? Also, es ist ja so ein sehr freier Prozess eigentlich bei uns, oder? Ja, im Prinzip hast du schon richtig beschrieben, also es gibt kein wirkliches Konzept, es gibt nur halt einen Impuls, und das ist fast egal, ob der jetzt von einer Zeile kommt oder von einer Melodie oder von einer Harmonie. Im Grunde kann man nur sagen, dass es sich einfach gut anfühlen muss und dann ist es richtig so. Also das ist das ganze Konzept. Julian ist der Gitarrist in der Band und ihr kennt euch auch schon ewig. Ich habe gelesen, ihr habt in dem Keller von Julians Eltern geprobt und gespielt. War das damals dann schon die Richtung? Wie lange ist das her oder in welche Richtung ging das? Nein, das war eher so, okay, man hat jemanden gefunden, mit dem man einfach was machen kann, der auf diesem Gebiet einfach auch interessiert ist. Ich meine, im Ruhrgebiet gibt es nicht so viele Strömungen, denen man sich so hingeben kann, sondern
ist man schon so auf sich selbst gestellt. Und wenn man da Verbündete findet, dann nimmt man die mit und macht eben was draus. Und das hatte aber jetzt mit Frieda Gold im Prinzip rein gar nichts zu tun, wenn man ehrlich ist. Also das, was jetzt, was wir gerade machen, ist jetzt so, ich würde sagen, der Ursprung liegt so 1,5 Jahre zurück. Du hast es erwähnt, du warst 2007 in einem Popkurs in Hamburg an der Hochschule für Musik und Theater. Der Popkurs heißt Kontaktstudiengang Popularmusik. Dort waren schon alte Bekannte, einige waren auch schon bei uns hier, Wir sind Helden, Revolverheld oder Seed. Dann gibt es da auch immer so eine Abschlussveranstaltung, an dem dann wichtige Menschen kommen und mitfeiern. War das so die Initialzündung für euch? Wurdet ihr da quasi entdeckt oder wie lief das? Ja, damals waren wir auch noch unter einem anderen Namen am Start. Also es war eben auch, ich würde sagen, auch ein Projekt, was sicherlich zu Frieda Gold geführt hat, aber eben auch nur eine Station auf dem Weg. Ja, und da war es tatsächlich so, dass auf dieser Abschlussveranstaltung Leute waren, die hinterher so ein bisschen für mich mein kreativer Pool waren in Hamburg. Also ich würde es auch jedem wirklich ans Herz legen. Das ist schon eine wirklich gute Sache, eben gerade um Kontakte zu knüpfen und sich dann, wenn man vorhat, hinterher in Hamburg zu bleiben, und das war bei uns ja auch so, man da wirklich ein gutes Netzwerk kreieren kann. Jetzt habt ihr eure erste Single, Zeig mir, wie du tanzt, draußen. Was ich ein bisschen ungewöhnlich finde, ist, dass euer erstes Album erst nächstes Jahr rauskommt. Also oft ist es ja auch so, das Album ist da, dann wird eine Single rausgekoppelt oder ausgekoppelt. Wie läuft das jetzt bei euch? Also viele warten ja dann wahrscheinlich auf das Album und es kommt aber erst nächstes Jahr raus. Seid ihr denn nicht selber ein bisschen hibbelig und sagt, Mensch, wir würden jetzt gerne auch schon ein bisschen was nachfeuern? Doch, natürlich. Also ich meine, wir kennen einfach die Bandbreite schon, wir wissen, welche Songs auf dem Album sind, wir wissen, dass wir eben auch nicht nur zeigen, wie du tanzt können, so, und nicht nur diese Attitüde irgendwie in uns haben, sondern eben auch ganz viele andere Dinge Platz haben auf diesem Album, und das würden wir natürlich gerne teilen, einfach ja, um den Menschen einfach direkt auch andere Musik ans Herz zu legen und um auch andere Gesprächsthemen zu haben, ne? Also ich meine, Zeig mir, wie du tanzt ist ein toller Song, und wir feiern den jedes Mal, wenn wir ihn hören und wenn wir ihn spielen, und es ist wirklich unser Baby und sicherlich auch ein super Start. Aber Frieda Gold ist auch einfach noch viel mehr. Nun sind wir im Radio. Man kann dich sehen auf unserer Homepage unter www.radiogalaxy.de. Da gibt es einen kleinen Clip dazu. Du hast nicht nur eine gute Stimme, sondern bist ja auch optisch sehr attraktiv. Das ist ja im Pop-Business auch nicht ganz unwichtig, oder? Natürlich trägt es dazu bei, und es macht die Sache, wie ich finde, also ich meine, optisch, ob man attraktiv ist oder nicht, ich finde es immer wichtig, dass man ja, dass man irgendwas vertritt und dass man auch äußerlich für irgendwas steht und dass man als Künstler eben auch nicht nur auf einer Ebene spielt, sondern eben auf ganz vielen verschiedenen Ebenen sich ausdrückt, und das finde ich immer interessant, und deswegen ja, ist es natürlich umso schöner, wenn das scheinbar bei uns auch so rüberkommt. Ja. Du bist ja auch sehr wandelbar, finde ich. Also mal hast du irgendwie ein bisschen blondere Haare, kurz, dann wieder länger, in dem Video eher so ein bisschen hier den Kapuzenpulli drüber. Ja, ja. Das macht dir auch Spaß. Ja, sehr viel Spaß sogar. Also ich erfinde mich da gerne neu und erlebe mich neu. Und es gibt einfach viel zu viele Tage, an denen ich in den Spiegel gucke und mir denke, oh nein. Und ich meine, das kennt natürlich jeder, ne? Wo man irgendwie so denkt, ach nee, fühlt sich verbraucht, man fühlt sich irgendwie, na, man kann sich so nicht mehr sehen. Und ich meine, es gibt die ganzen Möglichkeiten. Man kann eben seine Haare heller machen und wieder dunkler machen. Und letztendlich fühle ich mich mit meinen dunklen Haaren doch wieder viel wohler, weil das so der natürliche Ursprung ist. Aber ja, es macht mir Spaß, da auszuprobieren und Umwege zu gehen, um vielleicht irgendwann komplett zu meinem Äußeren selbst zu finden. Nun hast du auch eine unheimliche Präsenz auf der Bühne. Wie ist das für euch, Andi, als Musiker? Fühlt man sich da nicht ein bisschen so in den Hintergrund gerückt, oder will man doch auch in den Vordergrund gehen, oder ist das einfach so ausgemacht und ihr sagt, okay, wir halten uns bewusst ein bisschen im Hintergrund als Musiker und das ist unsere Frontfrau, das ist der Eyecatcher. Wie seht ihr das innerhalb der Band? Also natürlich ist es toll, erstmal mit so einer Frontfrau spielen zu dürfen. Das ist natürlich eine große Ehre und das macht auch riesig Spaß, weil Anja natürlich durch ihre Energie uns einfach auch antreibt. Und es gibt uns das Gefühl, wirklich auch nochmal mehr zu geben. Und ich glaube aber, wir geben ja auch als Männerband da hinten auch einen ganz guten Teppich, der ihr dann, der sie dann auch im Gegenzug wieder pusht. Also ich glaube, es ist eine ganz gute Symbiose, die da stattfindet auf der Bühne, die ganz viel Energie quasi dann auch erzeugt.